Herzlich willkommen auf dem lösungsorientierten Vernetzungsportal Living Earth. Hier auf der Living Earth beleuchten wir jeden Monat ein bestimmtes Thema von den unterschiedlichsten Seiten, um dann das neu gewonnene Wissen, die praktischen Erfahrungen und Anwendungen in unserem Alltag und in unsere Projekte zu integrieren. So erschaffen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, die neue lebendige Erde. Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Tag. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder auf der Living Earth dabei bist. Und wenn du uns ein bisschen verfolgst, dann weißt du, dass wir immer super spannende Gäste mit ganz interessanten Themen haben. Und auch heute habe ich eine wunderbare Gästin. Und zwar aus den Niederlanden, die Marion Schatzberg, die Gründerin von Vidamunda und von vielen weiteren Unternehmungen. Herzlich willkommen, liebe Marion, wie schön bist du heute da. Ja, das ist mein Vergnügen und ich möchte gern Hallo sagen zu jeder in Deutschland. Ich komme aus Holland, so mein Deutsch ist leider nicht perfekt, aber ich soll es versuchen. Und ich freue mich, dass ich ein paar Sachen für die Zuhörer erklären kann über die Ernährungsergänzungsmittel. Genau, wir sprechen heute über Nahrungsergänzungsmittel. Deine Firma ist Vidamunda. Und was mich immer am meisten interessiert ist, warum hast du eine solche Firma gegründet? Wie bist du dahin gegangen? Du hast schon verraten, dass du seit mindestens 40 Jahren dich schon mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzt. Erzähl uns mal ein bisschen. Ja, naja, ich bin mehr als 40 Jahre Heilpraktikerin in Holland. Heutzutage habe ich keine Praxis mehr, weil ich habe zu viel andere Arbeit. Aber während meiner Karriere als Heilpraktikerin habe ich immer gearbeitet mit einem Bioresonanzgerät. Und das heißt, das ist eine Maschine, mit wem wir das Körper völlig durchmessen können. Und dann ist es möglich, alle Organsysteme durchzumessen und zu sehen, welche Substanzen diese Organe schlechter funktionieren lassen und welche Substanzen die Organe besser funktionieren lassen. Naja, so dann ist es ganz einfach. Selbstverständlich, jede Giftstoffe in dieser Welt, jede schlechte Ernährung, die machen unsere Organe schwacher. Aber es gibt gewisse Substanzen, die machen unsere Organe stärker. Und leider sind das nicht immer die normalen Nahrungsergänzungsmittel, die Vitaminen und Mineralien, die man einnehmen kann, die man kaufen kann als Tabletten oder Kapseln. Ich war eigentlich erstaunt, wann ich früher schon bemerkt hatte, dass die normalen Nahrungsergänzungsmittel nicht so gut getestet haben, als dass ich hoffte, dass die das sollten. Und da habe ich immer gefragt, warum ja eigentlich? Weil wir haben so gelernt, wenn ich meine Ausbildung gemacht habe, da habe ich immer gelernt, na, die B-Vitaminen sind gut für das Nervensystem und das Metabolismus von das Körper und alles. Und Vitamin C ist gut für das Immunsystem. Aber wenn ich das getestet habe, dann hat es die Organe, worauf die Nahrungsergänzungsmittel funktionieren sollen, haben nur ein kleines bisschen die Situation verbessert. Aber das ist schon gut, ja, dass das ein kleines bisschen ist immer besser als nichts. Gar nichts. Das ist gar nichts, ja, ja. So, ich habe viele Jahre mit diesen Produkten gearbeitet, aber ich habe mich immer gefragt, ja, ja, das soll besser sein können. Wie können wir das verbessern? Und dann, das gibt 15 Jahre her, dass ich für das erste Mal, dann gab es liposomale Nahrungsergänzungsmittel auf die Markt. Und dann habe ich das getestet und dann habe ich gesehen, meine Güte, das Körper funktioniert so viel besser mit diesen Produkten.
Und dann habe ich noch mehr und noch mehr und noch mehr getestet. Und dann habe ich gesehen, ja, diese Produkte, die funktionieren ja, aber dann gab es noch ein kleines bisschen in die normalen liposomalen Supplementen, gab es noch Konservierungsmittel und Geschmacksstoffe und Sachen wie das. Und dann war es noch nicht 100%. So, in dieser Zeit habe ich mich spezialisiert, habe ich Ausbildungen gemacht bei gewissen, ja, wie sagt man das, Hersteller von liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch Biochemiker und Leute wie das. Und dann habe ich ausgefunden, eigentlich am ersten, warum diese liposomale Supplementen so viel besser funktionieren, weil das ist wichtig. Und um das zu erklären, soll ich eigentlich mal zuerst erklären, was sind ja diese liposomalen Nahrungsergänzungsmittel? Was ist es eigentlich? Naja, das Wort liposomal meint, Lipo meint Fett. Ja, und somal heißt durch das Fett, um das Fett. Und ja, was hat das dann mit Fett zu tun? Weil es hat nichts mit unseres Fettgewebe zu tun, wie mit Liposuction. Das ist etwas total anderes. Aber liposomal heißt, das sind Nahrungsergänzungsmittel, die sind eingekapselt in so ein mikroskopisch kleines Fettballchen. So, wenn wir reden von Vitamin C, dann nimmt man ein Molekül von Vitamin C und das ist eingekapselt in so ein kleines, rundes Fettballchen. Und das ist nicht normales Fett. Diese fettige Substanz heißt, und das kann man sogar wieder vergessen, das heißt Phospholipiden. Lipiden sind fettige Substanzen und Phospho meint, dass die sind gebunden an Phosphor, Sulfur. Aber das kann man vergessen. Aber diese Phospholipiden, die sind total ähnlich an die Substanz, von wem unsere Zellen fabriziert sind, die Zellmembrane, so die Haut von unserer Körperzelle, die sind auch hergestellt von Phospholipiden. Und unsere Körper, die haben einen totalen Mangel von Phospholipiden, weil die sind sehr, sehr selten in unserer heutzutage Ernährung. Und leider hat die medizinische Wissenschaft uns erzählt, dass das Essen von Eier so schlecht ist für unsere Gesundheit, was nicht stimmt. Aber Eigelb hat Phospholipiden und wir brauchen das. Lecithin hat auch die richtige Phospholipiden. Aber so, wenn man eine Vitamine nimmt, und die Molekülen verpacken kann in so ein kleines Ballchen von Phospholipiden, dann das Körper will das so unheimlich gern zu sich nehmen, dass das kleine Fettballchen, das nennt man ein Liposom. So, das ist so ein Fettballchen mit einer Vitamine oder einer Mineralie da drin. Und so, eigentlich ist es ja so, dass das Körper, wann ja, ich glaube, der Hund bellt ein bisschen. Man hört's aber kaum. So, ja, okay, gut. So, eigentlich ist dieser Weg von Absorption der richtige Weg für das Körper. Warum ist ja das?
Wenn man das Essen zu sich nimmt, dann will das Körper selber auch Liposomen fabrizieren in das Verdauungstrakt, so dass das Körper das besser in die Körperzellen aufnehmen kann. Das ist die Natur, die will das. Wir sind entworfen, das ja so zu machen. So, man isst einen Apfel, man zerkaut diesen Apfel, es kommt im Magen, dann wird es wieder noch ein bisschen verdauert, dann kommt es im Darm und eigentlich will das Körper von dieser Teile, diese verdaute Teile von dieser Apfel, die man sogar gegessen hat, die will das auch binden, diese Ernährungsstoffe von dieser Apfel an Phospholipiden, so dass ein Liposom, viele Liposomen geformt werden und dann kann man die Ernährungsstoffe in die Körperzelle aufnehmen. Das ist die beste Transportion für das Körper, die es gibt. Aber ich habe gerade erzählt, wir haben einen totalen Mangel von Phospholipide. Das Lass uns noch mal kurz, Marion, zusammenfassen. Also du hast, glaube ich, ganz wichtige Sachen am Anfang gesagt. Du hast durchgetestet, ja, was brauchen Organe? Dann hast du festgestellt, es gibt gewisse Mangelsituationen an Mineralien und anderen Nährstoffen. Hast dann mit deinen Patienten Nahrungsergänzungsmittel konsumiert sozusagen. Und hast festgestellt, es gibt eine kleine Verbesserung, aber du hättest dir eine größere gewünscht. Und dann sind irgendwann die liposomalen Sachen auf den Markt gekommen und dann hast du gesehen in der Bioresonanz, wie groß der Unterschied ist, dass also der Körper diese Produkte viel, viel besser aufnehmen kann, als ohne diese, das Fettbällchen, das du so süß beschrieben hast, ja, ohne die liposomale Ummantelung sozusagen. Und dann ja, hast du aber auch noch gesehen, dass da viele Inhaltsstoffe und Geschmacksstoffe drin sind, die es eigentlich nicht braucht. Ja, und ja. So ist dann Vitamunda entstanden. Ja, weil ich habe dann ausgefunden, dass das Körper mag Liposomen und er will Liposomen haben. Und er braucht ja diese Liposomen, um diese Zellwände zu reparieren und zu verjüngern. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Körper braucht Liposomen, weil er braucht diese Phospholipiden. Und wenn man die Vitamine und Mineralien verpackt in so ein Liposom, dann denkt das Körper, er hat diese Liposome selber hergestellt im Verdauungstrakt, so das Körper akzeptiert diese Liposome, als seien diese Totalkörper eigentlich. Und so diese Liposomen, die werden intakt durch die Darmwand ins Blut aufgenommen und wenn die ins Blut arriviert sind, dann wird das sofort, wird das Liposom zu den Körperzellen geschickt. Und das Liposom, wenn das Liposom die Körperzelle in die Nähe von den Körperzellen kommt, dann verschmelzt er mit die Zellwände. Und dann wird das Vitamin wird in die Körperzelle geschickt, in dieses Prozess. Und das ist ja fabelhaft. Das ist für die Naturheilkunde ist, das ist die goldene Standard eigentlich. Das ist, was das Körper will. Und das habe ich getestet und dann habe ich gesehen, was für einen Unterschied das gab. Und dann habe ich gesehen, dass die zumalige liposomale Produkte, da gab es noch diese Konservierungsmittel drin und die Geschmacksstoffe und Filler und Binder und all diese Sachen und das wollte ich nicht. Und dann habe ich mich ausbilden lassen und dann habe ich so eine brillante Biochemiker gefunden. Dieser Mann ist wirklich Wahnsinn. Der ist so super und er hat ein Prozess entworfen, wo er liposomale Nahrungsergänzungsmittel produzieren kann,
ohne dass die flüssig sein. Weil normale liposomale Nahrungsergänzungsmittel sind flüssig und die brauchen ja Konservierungsmittel, die brauchen Geschmacksstoffe, weil die sind furchtbar einzunehmen. Das ist wirklich, das will man nicht. Und er hat einen Prozess entworfen, wo er trockene liposomale Nahrungsergänzungsmittel produzieren kann. Die brauchen keine Konservierungsmittel, die brauchen keine Geschmacksstoffe. Die sind so einfach mitzunehmen, weil es gibt so ein großes Unterschied, wenn man normale flüssige liposomale Produkte hat. Das ist so eine Flasche. Wenn man ins Urlaub geht, dann kann man diese Flasche nicht im Handbagage mitbringen, so die müssen immer im Koffer. Die können zerbrechen, die können das Produkt kann rauskommen auf die Kleider und alles und die müssen im Kühlschrank bewahrt werden. So, das will man alles nicht. So, dann habe ich zusammen mit diesem Biochemiker haben wir Nahrungsergänzungsmittel entworfen, die trocken fabriziert sein. Die braucht man nicht im Kühlschrank zu stellen. Da gibt es kein Konservierungsmittel, nichts. Nichts, nichts, nur organische Phospholipiden von Sonnenblumen hergestellt, nichts mit Soja oder Rapeseed Oil oder nichts, keine von dieser Sache, nur die organische Sonnenblumen Lecithin und das Vitamin. Das ist ja alles und das wird sofort in die Körperzelle hineingebracht. Und ja, das ist eigentlich ein kleines Wunder. So, ja, dann habe ich gedacht, ja, das muss die Welt kennen. Jemand soll etwas damit tun. Ich meine, das kann man nicht nur so lassen. Der Welt braucht so etwas. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann muss ich eigentlich ein bisschen, wie sagt man das, kühlblutig, wie sagt man das? Ich weiß nicht, kühlblutig, was du damit meinst. Ja, ich auch nicht. Dann soll man eigentlich ein bisschen leidenschaftlich oder mutig oder so ja, etwas. Mutig auch. Ja. Ja, weil ja, das ist ein großes Risiko, weil ich habe gedacht, ja, jemand soll das produzieren und die soll das auch verkaufen und man braucht wie sagt man das auf Deutsch, Unternehmen haben? Vertrieb und Lager und alles, was da ja zusammenhängt, ja. Das ist so viel Arbeit, nur die Produktion schon und das Entwerfen von diesen Produkten und alles. So, ja, das und man braucht Geld dafür, so das hat mich. Aber das ist ja alles sehr, sehr gut gegangen und ja, die Leute, die diese Produkte einnehmen, die spüren ja auch das Unterschied. Weil ich bin selber in Vitamunda die Person, die das Unterricht über die Produkte auf die ganze Welt gibt. Für Ärzte, für Apotheker, für Heilpraktiker, für das Publikum, für jede eigentlich. Und weil es so logisch ist, dann verstehen die Leute das auch sofort. Und in dieser Ausbildung, die ich normalerweise zu Ärzte und Apotheker gebe, bespreche ich auch immer das Buch, wo man die Untersuchungen finden kann, von das ist Herr Dr. Thomas Levi. Das ist ein amerikanischer Arzt und er hat untersucht, dass die normale Vitamin C zum Beispiel, das ist eigentlich nicht so gut ist für das Körper, weil es ist viel zu sauer, es ist chemisch und man braucht eine hohe Dosierung, wann man eigentlich das Vorteil von der Vitamin C haben will. Aber das Körper will diese Säuresubstanz nicht im Körper, weil das ist schlecht für die Niere, es ist schlecht für die Leber und das Gefähr ist, dass man die pH-Wert von Blut ändert, wenn man sehr, sehr viel normale Vitamin C einnehmen soll. Und das ist der Arzt,
die auch herausgefunden hat, dass wenn man liposomaler Vitamin C zu sich nimmt, dann ist es nicht sauer, weil es ist verpackt in das Fettballchen. Es ändert nicht die pH-Wert von Blut. Man bekommt keinen Durchfall von hoher Dosierung liposomaler Vitamin C und es geht sofort in die Körperzelle. Und er hat wissenschaftlich bewiesen, dass liposomaler Vitamin C noch stärker ist, als wenn man so eine Infusionsbehandlung bekommt wow. mit Vitamin C. Das ist ja. Wahnsinn. Wow. Lass uns mal ein bisschen ausholen, weil ich glaube, dass nicht jeder, der hier zuschaut, so firm ist mit Nahrungsergänzungsmitteln. Wir haben das alle schon gehört, dass man das braucht und so weiter und so fort. Gib mir doch mal deine Sichtweise. Wo stehen wir derzeit mit Nahrungsergänzungsmitteln? Ist das wirklich nötig, dass jeder sich damit befasst und dass wir von außen zusätzlich zu unserer Nahrung tatsächlich was zuführen? Ja, naja, darüber kann ich sehr, sehr kurz sein. Dann sage ich eigentlich nur, ja, das braucht man sehr. Warum eigentlich? Weil die medizinische Wissenschaft, die will, dass wir glauben, dass die normale Ernährung zureichend ist. Ja, in einer idealen, perfekten Welt soll das so sein. Stimmt. Aber wir leben nicht in einer idealen, perfekten Welt. Wir leben in einer Welt, die so unheimlich vergiftet wird. Ich habe ein Buch geschrieben und dann habe ich Untersuchungen gemacht und herausgefunden, dass heutzutage auf dem europäischen Markt nicht weniger als 183.000 chemische Substanzen sind zugelassen für Fabrikation. Und das kommt alles in unsere Umwelt. Und jeden Tag kommen wir in Kontakt mit diesen Stoffen und das sind eigentlich Gifte. Und das Körper kann nur ein Gift neutralisieren mit etwas sehr Gesundes. So, ein Gift zusammen mit etwas sehr Gesundes, das ist ein Gift, braucht ein Vitamine. Ein Giftstoff ist ein Oxidant und eine Vitamine ist eigentlich eine Antioxidant. Und die braucht man zusammen zu haben, dann wird die Giftstoff neutralisiert und dann kann das Körper das loswerden. Aber ohne zureichend von diesen Vitaminen, diese Antioxidanten, kann man diese Giftstoffe nicht neutralisieren. Und wir bekommen 183.000 mehr Giftstoffe in unsere Körper als unsere sehr frühere Voreltern. Jetzt kommt halt bei mir an, Marion. Das bedeutet, ja, also ich ernähre mich ja sehr clean, ich esse nur biologisch, aber das bedeutet, dass das nicht reicht, weil ja ich trotzdem zugeführt bekomme. Und auch wenn ich gute Nahrung zu mir nehme, reicht es nicht, weil ich ja Oxidantien in meinem Körper habe durch diese vielen Giftstoffe. Und jetzt brauche ich quasi Antioxidantien. Das sind quasi die Arbeiter, die Giftstoffe wieder rausbringen aus meinem Körper. Das heißt, das ist ein Muss. Ja, stimmt. So, ich esse auch nur rein biologisch und habe einen sehr, sehr teuren Wasserfilter und das alles. Aber leider, wir beide wissen, dass das Glyphosat, das ist so, das penetriert alles auf dieser Erde. So, das ist auch durch die Regen ist es in unsere biologische Ernährung kommt das. Die Erde ist total saturiert mit dieser Gifte. Unsere Luft ist total saturiert. Das Wasser auch, das kann man noch filtern, aber man kann alles, was wir einatmen, nicht filtern. Und leider haben die biologischen Gemüse und Sachen wie das, die leiten auch von all diesen Giftstoffen in die Umgebung. So man kann eigentlich, und dann gibt es noch kosmetische Produkte, die enthalten normalerweise auch sehr, sehr viel Giftstoffe. Selber
benutze ich nur die Naturkosmetika, aber ja, dann kann es auch noch sein, es gibt irgendwo auch noch etwas drin. Unsere Kleidung, unsere Wohnung, überall gibt es diese Stoffe heutzutage. So, man kann davon nicht frei werden. Und das soll man ja eigentlich auch nicht probieren, weil dann kann man so, wie sagt man das, ein bisschen Ein paranoia Einsiedler, werden. irgendwo in den Ja, Mauern, ja. in den Bergen, in der Felsspalte kann man dann wohnen. Ja, naja, das ist auch nicht gut, weil dann vermisst man andere Leute und ein gutes Leben. Und das ist, ein gutes Leben ist auch gut für die Gesundheit. So, es ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt ja die richtige Nahrungsergänzungsmittel, man hilft das Körper, man isst so sauber wie möglich und ja, dann kann man das Körper helfen. Das ist ja ganz einfach. Ein guter Wasserfilter. Biologische Ernährung, biologische Kosmetika und die richtige Nahrungsergänzungsmittel. Und dann kann man das Körper sehr gut helfen in dieser Welt. Und dann kann man glücklich sein in dieser Welt. Wie fange ich denn an? Also wenn ich so in unsere Küche schaue, da sind riesen Regale mit Nahrungsergänzungsmitteln und um ehrlich zu sein, die meisten benutzen wir nicht. Ja, die haben wir irgendwann mal gekauft, weil wir es gehört haben, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Also wie sieht so eine Basisausstattung aus, wo ich einfach mal anfange und wo ich sage, das sind so die wichtigsten Sachen, um in meinem Körper mal ein bisschen reine zu machen und das wieder rauszuschleusen, was da reinkommt. Ja, naja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ein liposomales Multimineralien-Vitaminen-Produkt. Ganz einfach, alles ist drin. Da gibt es Vitamin D und Vitamin E und A und alle B-Vitaminen und alles, was man eigentlich braucht. Und liposomal, so, das ist ganz einfach einzunehmen. Vitamin C ist ein bisschen ein andere Situation, weil der Mensch ist ein Säugetier und jedes Säugetier produziert normalerweise selber Vitamin C. Aber nur der Mensch kann das nicht mehr. 40.000 Jahre her hat der Mensch noch sein eigenes Vitamin C produziert, 20 Gramm pro Tag. Das ist normal für unsere Körper. Aber dann gab es so ein genetisches Inzident, so dann ist es falsch gegangen bei der Mensch und heutzutage produzieren wir schon seit 40.000 Jahren kein Vitamin C mehr. Das heißt eigentlich, dass wir einen Mangel haben von 20 Gramm Vitamin C pro Tag. Und mit den normalen Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man versucht, 20 Gramm normaler Vitamin C einzunehmen, ja, dann bekommt man so einen Riesendurchfall, man bekommt Nierensteine, man bekommt ein Problem mit dem pH-Wert von das Blut, etc., etc., alles, was ich schon gesagt habe. Aber die liposomale Vitamin C ist 20 Mal stärker als normaler Vitamin C. So, dann braucht man eigentlich nur noch 1 Gramm einzunehmen. Und die Vitamunda-Kapseln, die haben ein bisschen mehr als 300 Gramm, Milligramm Vitamin C. So, man braucht nur 3 Kapseln pro Tag. Und dann hat man eigentlich dasselbe wie 20 Gramm normaler Vitamin C. Das steht übrigens alles in das Buch von Dr. Thomas Levi. Aber so ein Kapsel Multivitamin, 3 Kapsel Vitamin C und dann hat man so eine Basis. Wenn man ein richtiger Entgiftung machen möchte, dann gibt es noch ein anderes Produkt und das ist ein bisschen anders als liposomale Produkte, aber ich nenne es ja doch. Das heißt Volvinsauer. Volvinsauer ist die einzige Substanz, die jeder Giftstoff, die es auf die Erde gibt,
binden kann und auch ausleiten kann. Auch Schwermetalle vom Gehirn, aber auch die industriellen Alkohole, alle Pestizide, Insektizide, alles, alles, alles. So, das macht die Funktion von den normalen Vitaminen leichter. Man kann man leichter entgiften. Das ist, so, wenn man einen Detox machen würde, dann kann man das machen. Aber dann soll man sehr, sehr langsam aufbauen mit diesem Produkt, weil es gibt Leute, die werden schwer, schwer krank, wenn die so eine, es ist konzentriert, so man muss ein Kapfchen in ein halbe Liter Wasser machen und dann kann man ein Glas davon, von diese Mischung kann man trinken, aber man soll nicht anfangen mit ein großes Glas, weil dann bekommt man so eine Riesenentgiftung, sondern soll man mit ein Schnapsgläschen ein pro Tag anfangen, das aufbauen, bis dass man drei Schnapsgläschen haben kann und von da aus kann man die Gläser immer größer machen, da muss man vorsichtig sein. Aber je kranker man davon wird, je notwendiger es eigentlich ist. Das ist ja eine Grundregel. Aber ja, zum Basis kann man immer so ein Multivitaminpräparat nehmen mit Vitamin C. Aber es gibt auch Leute, die haben einen Riesenmangel von Magnesium zum Beispiel. Magnesium ist eine von den Substanzen, die am schwersten sind, für das Körper aufzunehmen. Es ist sehr, sehr schwierig für das Körper Magnesium aufzunehmen. So diese Leute, die haben immer Muskelschmerzen, Muskelkrampfen, ja, Nervenprobleme, die schlafen nicht gut, Sachen wie das. Und das ist ein Magnesiummangel. Und ja, dann kann man dazu auch noch das liposomales Magnesium nehmen. Es gibt Leute, die haben ein bisschen einen Vitamin D-Mangel. Dann kann man das liposomale Vitamin D-Produkt dazu nehmen. So, es hängt ein bisschen davon ab. Es gibt nicht nur eine Lösung für jede, weil jedes Körper ist anders. So, gibt es denn, habt ihr so Listen, woran erkenne ich, was ich brauche? Gibt es da so eine Art Erkenntnisliste? Ich meine, du hast eben gesagt, wenn ich Magnesiummangel habe, dann habe ich einen schlechteren Schlaf, ich habe Krämpfe, ich habe Schmerzen mit den Nerven, funktioniert das alles, die Weiterleitung nicht richtig. Habt ihr solche Ansätze? Woher erkenne ich, was ich brauche? Ich verstehe, was du sagst, aber als Vitamunda sind wir nicht erlaubt, ja, das zu tun. Wir haben so ein Gesetz in Europa, yay, die ist sehr, sehr suppressiv, das heißt, das unterdrückt Leute, das unterdrückt unsere Gesundheit. Aber ja, was kann man machen? Aber ich kann das produzieren, wenn du möchtest, dann kann ich ja, das machen. Ja, dann machen wir es. Wir können es als Lösung auf die Seite geben, dass wir sagen, das könnte gegebenenfalls dann ja, das Thema sein. Ja, du kannst es dann publizieren als das, was du sagst. Du bist das erlaubt. Vitamunda ist nicht erlaubt. Aber wir können das machen. Das ist kein Problem. Sehr, sehr spannend. Ja, sehr spannend. Du, ich glaube, das war nochmal ein sehr ausführlicher und wichtiger Einstieg, um mal zu verstehen, was da bei uns passiert. Weil ich glaube, den meisten Menschen ist das nicht bewusst, ja, dass, was da alles so läuft und was das für Einflüsse hat. Und deshalb war das eine wundervolle Zusammenfassung, Marion, um mal zu verstehen, wie unser Körper funktioniert und dass vieles, was wir da draußen gut gemeint kaufen und uns zuführen, uns am Ende dann vielleicht doch gar nicht so viel bringt, wie wir uns wünschen würden. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde mir wünschen, Marion, dass wir vielleicht das ein oder andere zusammen machen, weil ich glaube, es lohnt sich, da tiefer reinzugehen und vor allem sich damit auseinanderzusetzen, wie unser Körper da funktioniert. Und was er braucht, was so, für mich ist immer, ich stelle mir das immer in Bilder vor, ja, dass man quasi, da kommt jemand und der lädt seinen Müll ab bei uns. Ja, und ich habe nicht die Power in meinem Körper, diesen Müll wieder loszuwerden.
Und dann versackt der da. Und wir wissen, was passiert, wenn Müll rumsteht. Ja, dann fängt der an zu stinken und der breitet sich aus und Ungeziefer kommt. Das wären in unserem Fall dann Parasiten, die sich daran bedienen und so weiter und so fort. Und das ist so super wichtig, dass wir da mal ein bisschen mehr eintauchen. Wir haben ja jetzt gerade den Monat Body Evolution, wo es darum geht, den Körper mal zu verstehen. Und ich glaube, wenn der Körper all das bekommt, was du jetzt einfach nur diese Basissachen, wenn er das bekommt und dann in Kombination mit Wasser, guter Ernährung, ausreichend Schlaf, Bewegung, ja, dann haben wir etwas geschaffen, wo wir eine sensationelle Ausgangsposition haben für unseren Körper und dann kann der Leistung bringen, von der wir noch nicht mal glauben, dass es möglich ist. Ja, weil dann hat er alles. Ich meine, wir kennen das. Wenn wir alles haben und glücklich und zufrieden sind, da geben wir und können, ja, da können wir alles Mögliche machen und können das mit 100 oder 1000 Menschen teilen. Wenn wir allerdings schwach sind, dann geht das nicht. Und das ist mega faszinierend, wie wir selber, und da sind wir schon im nächsten Monat geht es um Selbstwirksamkeit, wie wir selber das beeinflussen können, indem wir das wissen und indem wir dann die Möglichkeiten nutzen, die uns da zur Verfügung gestellt werden. Ja, naja, es ist sehr gut und sehr wichtig, was du jetzt sagst, weil es gibt noch immer Leute, die nicht realisieren, dass man ist selber verantwortlich für den Zustand von seinem Körper. Ja. Und kein Arzt kann das richtig machen. Das ist der Person selber. Krankheit ist nicht Schicksal. Krankheit ist eine Situation, der hat eine Ursache und dann gibt es das Erfolg. So, ja. Gesundheit kann eine Wahl sein. Oh, das ist schön. Man kann etwas daran tun, wirklich Ursache werden und die Situation ändern. Aber man braucht dafür die richtige Ausbildung, man braucht dafür die richtige Information. Und leider sind die Betriebe nicht erlaubt, das zu erzählen. Aber Leute wie du, und deswegen ist es so wichtig, muss diese Information weitergeben, so dass die Leute sich verbessern können und stärker werden können und ihre Stimme hören lassen können und andere Leute helfen. Deswegen sind wir auf dieser Welt. Wundervoll. Wow, danke dir. Ja, und vielleicht können wir wirklich noch so ein paar Sachen ausarbeiten, wo wir dann sehen, was könnte sein, wenn, ja, dass wir da einfach mal aufzeigen. Weil ich glaube, das ist für uns jetzt auch ganz wichtig in diesem Monat, sich selber zu spüren und wahrzunehmen. Ja. Ich behaupte immer, wir wissen ganz genau, was uns gut tut. Wir haben nur die Feinfühligkeit und auch den Moment verloren. Ja, wenn ich jetzt gerade esse und ich unterhalte mich gleichzeitig mit dir, dann nehme ich natürlich die Signale meines Körpers nicht wahr. Ja, der mir aufzeigt, nee, das will ich nicht, das schmeckt nicht, da stimmt was nicht und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt geht es wirklich wieder darum, auch zu fühlen und reinzuspüren, was tut mir gut und wo merke ich auch was. Ja, wir haben das wie verloren, aber es ist ja auch logisch, es ist ja auch so viel los draußen, dass wir den Kontakt zu uns verloren haben. Und ich sage immer, unser Körper ist unser bester Freund und der will auch nur, dass es uns gut geht. Und die Krankheit schickt er uns auch unter anderem, damit wir aufwachen, damit wir uns mal damit befassen und nicht wütend auf ihn werden und sagen, boah, jetzt lässt du mich auch noch im Stich. Nein, dankbar sein und zu sagen, großartig, dass du mich darauf hinweist, weil da ist was im Argen. Ja, stimmt. Das Körper kann es nicht helfen. Das Körper reagiert nur auf, was da drin ist. Und der kann nur funktionieren mit, was er bekommt. Und wenn das von schlechter Qualität ist, dann kann er nur schlecht funktionieren. Wenn das Körper das bekommt, was gut ist, dann kann der Körper gut funktionieren. Aber wenn das Körper
seit vielen Jahren, ein ganzes Leben, schlechte Qualität bekommen hat, dann kann man nicht erwarten, dass das in 2 Monaten wieder richtig funktioniert. Dann muss man erst eine Periode haben, dass das Körper alle Giftstoffe rauswerfen kann, dass das Körper sich selber wieder heilen kann. Das kann mehr als einem Jahr dauern. So, dann soll man Geduld haben und die gute Qualität im Körper bringen und ja, und dann das Körper dankbar sein, weil jeder hat sein eigenes selbstheilender Mechanismus im Körper. Wenn ich mein Haut kaputt schneide, dann kann das Körper das selber wieder reparieren. Wenn ich eine Knoche zerbreche und es ist noch immer zusammen, dann repariert das Körper das selber. Wenn ein Virus reinkommt, dann macht das Körper selber mit all diesem Schleim und alles, dass es wieder rauskommt. Das selbstheilende Mechanismus ist das Kostbarste, was wir haben aus dieser Welt. Und es gibt nur 3 Sachen, die das selbstheilende Mechanismus blockieren. Nur 3 Sachen auf dieser Welt. Das erste ist Vergiftung. Das sind Giftstoffe. Das zweite ist Mangel von Ernährungsstoffen, Vitaminen und Mineralien. Und das dritte ist die elektromagnetische Frequenzen von den heutzutage Apparaten, die wir benutzen. Es gibt, ich habe schon jetzt heute erzählt, wie man die ersten 2 Blockaden auflösen kann. Das erste, die Vergiftung, kann man mit das Fulvinsäure, das Clean Fulvinsäure, kann man das ausleiten, zusammen mit die liposomalen Vitaminen und Mineralien. Das ist ganz einfach. So, kompliziert ist es nicht, man soll nur das Bewusstsein haben und die Verantwortlichkeit nehmen von das eigene Leben. Weil, ja, ist uns eigenes Körper und man soll das sehr gut versorgen. Professor, vielen, vielen Dank, liebe Marion. Wir verlinken alles unter dem Video, auch eure Seite und die Produkte, die du genannt hast. Vielen, vielen Dank dafür und vielleicht kommen wir auch nochmal zusammen, um das dritte, ja, die ganzen Frequenzen, die da auf uns einstürmen, was man da machen kann, was ihr da für Lösungen habt, sehr, sehr gerne. Nochmal herzlichen Dank, liebe Marion. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und danke, hast du heute zugeschaut. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Inhalte, die wir heute hier bearbeitet haben, für deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie wichtig ist, dann leite es bitte weiter. Und wir freuen uns sehr, wenn du regelmäßig auf der Living Earth vorbeischaust und vielleicht sogar die ein oder andere Lösung selbst reinsetzt. Alles Liebe, vielen Dank und noch einen wunderbaren Tag. Tschüss. Tschüss. Auf der Living Earth teilen wir viele Lösungen wie diese, um gemeinsam eine neue, lebendige Erde zu gestalten. Schaue dir jetzt gleich das Video auf der Startseite an und finde heraus, was für andere wundervolle Dinge die Living Earth noch kann. Jeder Pionier ist wertvoll. Falls du also noch kein Pionier bist, komm, wir freuen uns auf dich.